Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Admiral. Das Bundesliga-Team aus dem Vorderland hat Anstoß, geht als Favorit in das Ländle-Pokal-Derby gegen Rot-Weiß Rankweil. Müller und Co. wollen noch auf der Gastro beweisen, wer die Nummer 1 im Ländle-Damenfußball ist und mit einem vollen Erfolg in die zweite Runde des ÖFB Ladies Cups aufsteigen. Nervöser, hektischer Beginn zwischen den beiden besten Ländle-Teams. Beide Mannschaften waren zu Beginn eher darauf bedacht, nicht zu früh in Rückstand zu geraten. So dauerte es bis zur 24. Minute, bis es erstmals heiß wurde auf der Gastra. Kempel setzt sich über rechts gegen Schnetzer durch, zieht ab, doch die Kugel zischt um Zentimeter über den Vorderländer Kasten. Und nur 3 Minuten später, neuerlich Kempel, neuerlich über rechts, auf Wagner, die legt für Gasparini auf, drüber. Nun kommt so richtig Farbe in die Partie und auch die Vorderländerinnen zu ihren ersten Chancen. Nur eine Minute später, schneller FFC-Angriff über Veronika von Brühl. Hofer kommt ans Leder, bleibt aber an Rankwells Torfrau Flatz hängen. Und als Müller nur kurze Zeit später eine Hofer-Flanke nicht verwerten kann, geht es mit einem 0:0 in die Pause. Hinein in den zweiten Spielabschnitt. Weiter offener Schlagabtausch. Was der Partie vorerst fehlt, sind die Torszenen, sind die Würze, sprich die Tore. Bis zur 66. Spielminute. Bereuter patzt und dann geht schnell. Sanchez Pose über links, FFC-Torfrau Traxel kann nur kurz abwehren. Kempel fasst sich ein Herz und donnert das Leder zur Rankweiler Führung in die Maschen. Der Favorit zeigt Wirkung und gerät in der 77. Spielminute mit 2:0 in den Rückstand. Neuerlich verliert Bereuter die Kugel an Sanchez Pose, die lässt noch Schnetzer aussteigen und schlänzt das Spielgerät an Torfrau Traxel vorbei zum 2:0 ins Netz. Nur kurze Zeit später ist es Sarah Traxel, die einen noch höheren Rückstand der Sommertruppe verhindert. Die Vorderland-Torfrau fischt einen Wegerfreistoß aus dem Winkel. So bleibt es weiter beim verdienten 2:0 für den Underdog. Zumal die FFC-Girls nicht in der Lage sind, einen Treffer zu erzielen bzw. die Partie noch zu drehen. Die Rankweilerinnen lassen nichts mehr anbrennen, spielen die Partie sicher nach Hause und steigen verdient in die zweite Runde des ÖFB Ladies Cups auf. Wir haben das umgesetzt, was der Trainer uns vorgehat und somit haben wir eigentlich unser Ziel erreicht und jetzt können wir alle froh sein, stolz auf uns sein und gehörig vierer gehen. Erstens möchte ich sagen, aber ich gratuliere meiner Mannschaft zu dem tollen Erfolg. Man ist sicherlich wichtig auch für die Mentalität der Mannschaft. Und ja, man klar hat man gesagt, wir haben mehr Spielanteile gehabt und unverdient war der Sieg sicher nicht. Ich finde, wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Einfach. Wir haben sehr viele Fehlpässe gespielt im Spielaufbau. Rankweil hat das einfach um mehr Wellen, das hat man gespürt, körpersprachlich sind sie wirklich gut drauf gewesen. Verdienter Sieg für Rankweil, muss ich sagen, und ist einfach zu wenig von meiner Mannschaft.